Moin aus Kiel, hier ist der Kieler Jung. Ich mache mal ein kurzes Update bezüglich meiner Heizung. Die habe ich jetzt umgebaut und ich zeige euch mal, was ich da gemacht habe. Das ist meine neue Steuerung für die Heizung. Die habe ich jetzt hier oben eingebaut. Das ist einfach, ja, ihr seht es, on, off und ein Regler für warm und kalt. Mehr ist da jetzt nicht mehr. Der ist jetzt hier ins Auto quasi integriert, dass ich die auch von oben bequem bedienen kann, wenn die Liegefläche ausgebreitet ist. Hier hinten habe ich mich dazu entschieden, diese Blechverkleidung wieder drum zu machen, mit dem Griff oben dran. Das dauert dann aber ja, 2-3 Minuten länger, um das Ding ein- oder auszubauen, weil das so nicht rauspasst. Ich muss das Gehäuse quasi hier erst abschrauben und dann kann ich das rausnehmen. Und dazu habe ich dann hier unten, kann man das sehen, ja, ein bisschen ranzoomen. Zack. Einen Ausschnitt in das Blechgehäuse reingeflext, damit ich auch da an die Schellen rankomme. Hier vorne habe ich diesen Vierfach-Auslass, den habe ich ausgetauscht gegen eine einfache Düse. Diese hier ist drehbar, die kann ich mir dann hinstellen, so wie sie ist. Und sie bläst dann nicht einmal direkt hier gegenüber an den Wassertank. Das war ja das Problem, was ich hatte, dass die ziemlich aufgeheizt hat hier, die Heizung. Und jetzt kann ich den Luftstrom etwas steuern. Und auch, ja, man kann sie quasi wie im Schwimmbad die Haare trocknen, wenn man das möchte. Das sind im Großen und Ganzen die Umbauten, die ich an der Heizung noch gemacht habe. Ich habe da jetzt den Umbau selber nicht gefilmt, das ist auch jetzt nicht so spannend. Ich erkläre euch aber nochmal, beziehungsweise ich zähle nochmal die Gründe auf, warum ich die Heizung immer wieder so einbauen würde. Wie ihr erkennen könnt, bin ich jetzt hier bei mir zu Hause. Das war mir zu blöd, mich da ins Auto zu quetschen, mit dem Ton und mit dem Licht und mit dem Platz zu kämpfen. Hier habe ich alles, was ich brauche. Gut, ich wollte euch 10 Gründe nennen, warum ich die Heizung so jederzeit wieder einbauen würde. Ich habe mir einen kleinen Spickzettel gemacht und als erstes habe ich den Punkt unbedenklich. Ich maße mir jetzt nicht an, eure Bedenken zu kennen. Ich kenne aber meine Bedenken, die ich hatte. Das war einmal sicherheitsrelevante Bedenken. Da komme ich im nächsten Punkt dazu. Und rechtliche Bedenken hatte ich auch schon mal angesprochen. Es gibt ja diese besagte Straßenverkehrszulassungsordnung, wonach man nicht alles ins Auto reinbauen kann, was man reinbauen möchte, und von daher waren die Bedenken wohl schon angebracht. Ich habe aber jetzt, und das habt ihr gesehen, die Heizung gar nicht fest verbaut, sondern da ist oben ein Griff dran. Die ist mit 2 Schrauben fest, das dient der Transportsicherung, und ich fahre die Heizung als Ladung spazieren. Sie ist also nicht mit dem Auto verbaut. Stromversorgung kommt von der Bordbatterie, da ist also auch nicht der primäre Stromkreis angetastet im Auto. Und die Kraftstoffversorgung erfolgt aus dem eigenen Tank. Also ich habe weder den Dieseltank angebohrt oder sonst irgendwas. Das ist also quasi eine autarke Geschichte. So viel zu den rechtlichen Bedenken. Und ich werde natürlich, wenn ich das Auto beim TÜV vorfahren muss, die Heizung rausnehmen, aus dem einfachen Grund, ich will da nicht lange rumdiskutieren.
So, dann wäre der zweite Punkt. Wo ist meine Brille? Da. Die Sicherheit. Ich habe ja im letzten Video so einen Teil vor laufender Kamera in alle Einzelteile zerlegt. Und mir ist also nichts aufgefallen, was mir die Schweißperlen auf die Stirn getrieben hätte. Diese China-Heizungen, die sind geklont von Eberspächer oder Webasto oder was weiß ich was. Die bestehen aus genau den gleichen Komponenten. Und von daher, da schmilzt nichts zusammen, da ist nichts so minderwertig, dass ich mir Gedanken machen würde. Von daher fühle ich mich nicht bedroht in meiner Gesundheit oder in meinem Leben. Das Teil ist einfach so, wie es ist. Für mich sicher. Der dritte Grund, das wäre diese trockene Wärme, die diese Heizung liefert. Ihr wisst sicher als Camper oder Campingfreund, was auch immer, dass beim Verbrennen von Propangas oder Butangas jede Menge Wasserdampf entsteht, H2O. Und wenn man jetzt so einen Kocheraufsatz oder so eine Propanheizung sich ins Auto stellt, dann entsteht neben der Wärme auch sehr viel Feuchtigkeit. Und das ist mehr oder weniger ein Tropenklima. Und Feuchtigkeit ist etwas, was ich im Auto nicht haben will. Und von daher spricht dieser Grund ganz klar für diese China-Heizung. Dann die Heizleistung als Punkt Nummer 4. Die Heizleistung ist auch unbestritten. Das Teil hat 5 Kilowatt. Ich meine, wenn ich die Heizung aufdrehe, und ihr habt es wahrscheinlich in einem der Videos schon gesehen, wenn die Heizung da rausbläst, dass ich den Wassertank schützen musste, weil er so heiß wird, dass man die Hand da nicht lange davor halten kann. Von daher der Grund Heizleistung. Punkt Nummer 5. Die Heizung ist programmierbar. Jetzt meine nicht mehr, weil ich die Steuerung rausgebaut habe. Das habt ihr gesehen. Ich habe jetzt nur noch so eine einfache Regelung. Da muss ich nicht lange drüber nachdenken, welches Knöpfchen in welchem Menüpunkt ich jetzt drücken muss, damit das Ding warm oder kalt wird. Ich drücke On, drehe den Regler und aus die Maus. Wer das programmierbar haben will, da gibt es etliche Videos auf YouTube, wie man das programmiert, wie man den Timer einstellt. Das geht also grundsätzlich, und sie ist auch mit so einem kleinen Schlüsselanhänger fernbedienbar. Ja, Punkt Nummer 6, regelbar. Ja, das ist quasi im Anschluss daran. Ich kann die Regeln, die Heizleistung, die Temperatur, da ist ein Temperaturfühler drin. Das ist also kein geschätztes Regeln, sondern das ist schon ein dezidiertes Regeln. Wenn ich wenig Heizleistung will, dann drehe ich den Regler nach unten und andersrum nach oben. Dann hätte ich als 7. Grund die Wartungsfreundlichkeit. Ich verweise nochmal darauf, ich habe das Ding in alle Einzelteile zerlegt. Das hat, wenn ich jetzt nicht gefilmt hätte, hätte das nicht länger wie 10 Minuten gedauert. Dann habe ich alle Teile vor mir. Ich kann alle Teile einzeln nachkaufen. Wenn mal irgendwas wäre, das ist ruckzuck ausgetauscht. Dann muss ich nicht in eine Werkstatt fahren. Ich brauche keinen Werkstatttermin. Wohl dem, der sich zu helfen weiß, ne? Punkt Nummer 8, die Zuverlässigkeit. Ich habe das Ding jetzt natürlich nicht jahrelang schon im Betrieb, von daher kann ich dazu wenig sagen. Ich weiß nur, wenn ich sie angeschaltet habe, hat genau das gemacht, was ich von ihr verlangt oder von ihr erwartet habe. Sie geht an, sie springt an, sie heizt, sie geht wieder aus. Also für mich, ja, kein Grund, dass ich da jetzt irgendwie sagen würde, nein, das ist ja total unzuverlässig, geht nicht. Punkt Nummer 9, der Brennstoff. Die Vorteile gegenüber Propan habe ich schon erwähnt. Für den Kocher muss ich schon Gaskartuschen mitführen, aber für die Heizung muss ich jetzt nicht extra nochmal mir etliche Gaskartuschen aufs Auto packen. Da ist hinten ein kleiner Dieseltank. Wenn der zur Neige geht, mache ich hinten die Tür auf, die Klappe auf, den Deckel runter, halte den Rüssel rein an der Tankstelle und ruckzuck bin ich wieder versorgt für die nächsten Wochen. Und als 10. und letzten Punkt natürlich der Preis.
So, was gibt da zu sagen? Ich habe noch nicht mal 150 Euro bezahlt für das Teil. Und lasst euch mal einen Kostenvoranschlag machen für eine Webasto oder sowas. Dann seid ihr bei 2.500 Euro. Und ich für meine Zwecke, ich meine, ich mache keine Arktis-Tour oder sonst irgendwas, für meine Zwecke, dass er hin und wieder mal mir das Auto aufwärmt, ist unschlagbar der Preis. Da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Und das waren meine 10 Gründe, warum ich die Heizung jederzeit wieder einbauen würde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und schaltet wieder ein, wenn es heißt Moin Moin aus Kiel.